Eine der grundlegendsten Wahrheiten, die so selbstverständlich ist, dass wir gar nicht drüber nachdenken, ist die, du bewegst dich dahin, wo du hinschaust. Du gehst dahin, wo du hinschaust. Auf was du dich konzentrierst, auf was du dich fokussierst, da bewegst du dich hin. Da gehst du hin. Das ist völlig logisch. Du kannst dich jetzt auf unterschiedlichste Dinge fokussieren, konzentrieren, dich daraufhin ausrichten. Genau dahin wirst du hingehen. So, das kann alles Mögliche sein, Positives wie Negatives. Wenn du das Falsche hast, wo du dich darauf konzentrierst, wenn du auf das Falsche schaust, gehst du in die falsche Richtung. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Selbst wenn du immer wieder mal versuchst, so eine Kurskorrektur zu machen, im Großen und Ganzen gehst du in die falsche Richtung. Wenn du auf das Falsche schaust, auf das Ungute, das Unreine, das Unheilige, irgendwas, was negativ ist, wirst du dich dahin bewegen. Du musst dich auf das Richtige fokussieren. Schau mal, es gibt so viele Christen, die haben Schwierigkeiten in ihrem Leben oder einen anstrengenden Tag und so weiter und dann wollen sie sich erholen und wollen überhaupt gar nichts wissen und sie hängen sich vor die Glotze und sie lassen sich mit irgendwelchen Dreck füllen. Weißt du, mein ernstes Wort, das, was du in dich reinlässt, ist auch in dir drin. Und wenn du Dreck in dich reinlässt, ist Dreck in dir drin. Und deshalb leiden manche Christen, nur weil sie ständig sich mit Dreck füttern. So, das, worauf du dich konzentrierst, worauf du dich fokussierst, ist das, wo du hingehst. Also solltest du dich fragen, was will ich denn in meinem Leben, wo ich wirklich hin will? Genau damit beschäftige dich. Beschäftige dich damit. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann wirst du sagen, ich will, dass das Reich Gottes gebaut wird. Ich will in den Segnungen Gottes vorangehen. Ich will, dass die Herrlichkeit des Herrn in meinem Leben ist. Ich will geheilt sein, wiederhergestellt und so weiter und so weiter. Dann musst du dich damit beschäftigen, mit dem Wort Gottes, mit den Wahrheiten des Wort Gottes. Du musst das in dich hineinlassen. Du musst darauf dich konzentrieren. Du musst darauf schauen. Und nicht auf irgendwas anderes und meinen, irgendwie übernatürlich durch irgendwas kommst du dann am richtigen Ziel an. Nein, wenn du in die falsche Richtung schaust, wirst du am falschen Ziel ankommen. Und die Bibel warnt uns davor. Sie sagt uns eindeutig im Philipperbrief beispielsweise, mit was wir uns beschäftigen sollten. Ich lade dich ein. Fokussiere dich auf das, wo du wirklich hin willst. Schau auf das, wo du wirklich hin willst. Und du wirst am Ziel ankommen. Diszipliniere dich. Es ist zu deinem eigenen Besten. Denn Gott hat mehr für dich.